Moin, moin, mein lieben Steam Deck von da draußen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf Steam Deck Checker. Ich bin's, euer Fabian. Und heute schauen wir uns mal einen schönen Retro-Shooter an. Und zwar Bloodhound. Wir gehen in einer richtig actionlastigen Art und Weise auf Dämonenjagd. Also lehnt euch zurück und genießt das Video. Ja, moin, Freunde. Bloodhound, heute geht es mal wieder ein bisschen rockiger zu, wie ihr hört. Das Spiel scheint ja sehr interessant zu sein, ein schöner Retro-Shooter. So, gucken wir doch mal rein ins Spiel hier. Das Ganze machen wir mal über Tastatur und Maus. Nachtkack können wir ein- und ausschalten, gefällt mir schon mal. Wir lassen es natürlich aus, ne? Wegen YouTube und so. Dann gucken wir mal wegen der Grafik rein. Ich glaube, wir nehmen erstmal... Hi. Und dann gucken wir mal weiter, was gibt es denn sonst noch? Gameplay... Language, was haben wir denn da zur Verfügung? Nehmen wir, Deutsch, guck mal, Deutsch haben wir auch. Anwenden, Display, Rollbild, ja, läuft. Also, schöner Retro-Shooter, ich bin gespannt. Wir machen erstmal auf einfach. Und dann gucken wir mal, wie das Ganze funktioniert. WASD, ja, ich spiele das jetzt mit Maus und Tastatur. Gamepad geht auch. Aber so Shooter spiele ich gerne mal mit Maus und Tastatur. Entschuldigung. So, Verschiebung, Sprint. Verschiebung. Was denn? Welche Taste ist Verschiebung? Das ist auch gut. Schmettern, Leertaste, Sprung. Okay. Das Spiel hat drei Speichersysteme. Autosave alle 3 Minuten. Quick Save, Taste 5. Manuell speichern. Okay. Machete. Aha. Okay, wir gucken mal. Wie die Pistole jetzt hier in der Luft fliegt, ist ja jetzt nicht so schön. Oh, da geht aber gleich ab hier. Dämonenjagd hier. Ich habe auch ganz vergessen, mein Overlay wieder einzuschalten, wie immer. So. Wir wollen ja auch gucken, wie das Ganze läuft. So. Dann nehmen wir erstmal eine Machete, oder? Dämonenform. Nachdem du 100 Punkte an Dämonenseelen gesammelt hast, kannst du Dämonenform benutzen, den verursachten Schaden vorübergehend erhöht. Okay, cool. Okay. Oh. Wo ist denn hier noch? Ja, eine ganz blutige Angelegenheit hier. Was haben wir hier noch rumflattern? Okay. Ja, irgendwie müssen wir hier einen Dämonenkult zerstören. Leute! Ja, genau. Was tun wir? Junge, die sind doch schon flott hier unterwegs. Meine Lebensenergie eigentlich, das ist die, ne? Nee. Junge. Hier geht's ab, hier gibt's Spaß. Oh. Kommen die denn immer alle her? Da ist auch ein Sackgesicht hier. Sturmgewehr! Jetzt haben wir hier einen Schlüssel. Ja, ist Retro. Ist sowas ein Retro? Dafür läuft es aber flüssig. Keiner Shooter. Kompromisslos. Grafisch. Zweckmäßig. Also nicht hässlich, aber durchaus stimmig hier. Ja, toll. Boah, noch auf so einer engen Brücke mich hier einsperren. Was ist doch? Die sehen auch eklig aus. Diese Barrieren. Oh, hier so eine ganze Horde Sackgesichter hier. Die legen es aber auch drauf an. Junge. Zerfall in deine Einzelteile. So.
Müsste ich mal bald meine Dämonenform erreichen können, oder? Probieren wir gleich auch mal aus dann. Das ist halt meine Dämonenform. Super, ich bin rot. Ich leuchte einfach nur rot. Naja, habe ich mir mehr erhofft. Da habe ich mir mehr erhofft. Ja, wie fandest du das Buch? Große Erwartungen. Ja, ich habe mir mehr erhofft. Aua, ab Adrenalin. Okay. Oh, Leute. Was sind sie denn? Was sind sie denn? Da. Nix wie weg hier, würde ich mal sagen. Und da kommt doch jetzt wieder eine Barriere. War klar. Das ist da in der Hinsicht schon echt. Was ist das? Oder was war das? Okay, man weiß es nicht. Oh Gott sei Dank muss man hier nicht nachladen. Das wäre hier noch echt kritisch. Muss ja irgendwo ein Nest sein von den Viechern, ne? Das geht gar nicht anders. Leute. Oh, ich treffe die nicht. Oh. Flucht nach vorne ist immer eine Option. Also mit Analogstick will ich das auch nicht spielen, ganz ehrlich. Nicht ohne Auto-Aiming. Das geht gar nicht. Barriere. Nein. Ah, wir sind wieder im... Oh, bin auch gleich hinüber. Oder? Meine Energie ist im Hintern. Bin immer... Ja, komm her. Oh, diese kleinen fliegenden Ratten, ne? Die sind so schwer zu treffen. Oh, gib mir noch mal ein bisschen Energie. Da. Oh. Also, ja, das Spiel bei Steam liegt knapp bei 12 Euro. Boah, soll nicht sonderlich lang sein, habe ich mir sagen lassen. Na toll. Oh, auch wieder so einen komischen Priester. Die triffst du aber auch echt ganz schwer, diese kleinen Biester. Ja, lange mache ich hier nicht mehr. Und das mache ich nicht von der Videoaufnahmezeit, sondern eher vom in der Lebensenergie her. Boah, guck mal, auch immer von hinten hier. Oh, die war nackt oben rum. Man gesehen, war verpixelt. Oh. Oh, nö. Muss ich mal gucken. Ach, toll. Armbrust. Macht eine Armbrust in dem Spiel Sinn? Immer noch. Mann, hier ist ja auch was los. Aber dafür läuft es flüssig. Was ist denn über jetzt? So. Ja, liebe Freunde, für den Ersteindruck soll das jetzt erstmal gewesen sein, glaube ich. Bloodhound. Schönes Spiel mal so zwischendurch, wer auf solche Shooter steht. Für mich ist das dann immer zu hektisch, storymäßig belanglos, aber es gibt natürlich Freunde des kompromisslosen Schießens und Ballerns. Früher habe ich sowas gerne auch mal gespielt. Inzwischen, wie gesagt, bin ich zu alt für den Kram persönlich. Ne? Ich bin aber niemand, der auch mein Alter sowas noch gerne spielen will. Deswegen diskreditiert jeden das seine, wie ich sage, aber für mich persönlich ist diese Art von Spielen nichts. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei den Entwicklern, dass es mir zur Verfügung gestellt hat. Vielleicht werde ich es nochmal anspielen, aber ich glaube eher nicht. Das ist nicht meine Art von Spiel mehr heutzutage. Aber ansonsten, wen es interessiert, Bloodhound bei Steam für knappe 12 Euro.
Ansonsten bedanke ich mich fürs Einschalten und sage mal wieder, once you get a deck, you never go back. Ich melde mich ab, Unterdeck.